Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Chaos Rising mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Und wir haben jetzt bestimmt 20 Minuten oder so damit verbracht, sämtliches Equipment zu verteilen und Fähigkeitenpunkte zu verteilen und hoffen, dass wir jetzt alles richtig gemacht haben. Und wo geht's denn hin? Ich würde sagen, Gericht der Kadaver. Genau. Auf zum Space Hulk. Wenigstens da hätten sie ja mal eine andere Animation machen können. Ja, vor allem, dass die innerhalb eines Systems Warp-Sprünge verwenden, finde ich interessant. Verfluchtes Schiff versteckt sich, Tech Marine. Hüten Sie Ihre Zunge, Avitus. Und öffnen Sie Ihre Augen. Kommandant, ich habe noch eine Übertragung des Verräters gefunden. Wir sollten sie uns ansehen, bevor wir wieder jemanden entsenden. Na dann. Wie Martellus habe ich versucht, den Verräter mit den Bordinstrumenten zu identifizieren. Haben Sie bereits Fortschritte gemacht? In gewisser Weise ja. Diese Nachricht fand sich in unseren eigenen Aufzeichnungen. Angelus lässt uns mit der Vergeltung durch den Sektor stürmen. Sie wissen von mir. Oder zumindest, dass ich existiere. Nur der Stimmverzerrer hat meine Identität bislang maskiert. Der Verräter ist hier, an Bord der Vergeltung. Er ist einer von uns. Ja. Gut, dann Schlüssel zur Vergangenheit. Wir müssen den alten Logikantrieb an Bord der Gerichte der Kadaver reaktivieren. Um die richtigen Aktivierungsriten zu finden, müssen Sie die Datenscheiben in den umgebenden Decks finden. Da Sie tief im Rumpf des Schiffs operieren werden, kann die Vergeltung nur sehr begrenzte Unterstützung bieten. Sprungmodule sind in den engen Räumen nutzlos, aber die Teleportsysteme funktionieren. Woher sollen wir wissen, dass der Logikantrieb nicht zerstört wurde? Der Logikantrieb ist in einer versiegelten Kammer gesichert. Nur die Aktivierungsriten des Antriebs öffnen die Kammer und gewähren uns Zutritt. Welchen Gefahren stehen wir gegenüber? Xenos und Dämonen sind in der Gericht der Kadaver, Kommandant. Aber die nachwirkenden Warp-Energien im Schiff sind eine weitaus größere Bedrohung. Selbst der tapferste Space Marine wird in den Wahnsinn getrieben, ist er diesen Energien zu lange ausgesetzt. Die Gruppe, die an Bord geht, sollte, sobald sie kann, zur Vergeltung zurückkehren. Gut, Einsatzziele. Bergen Sie den Logikantrieb an Bord der Gericht der Kadaver. Dauert es zu lange, diesen Auftrag auszuführen, werden alle eingesetzten Trupps korrumpiert. Ach du Schande. Sturmsprung, orbitales Bombardement, Artillerieschlag und andere unterstützende Fähigkeiten werden nicht funktionieren. Rechnen Sie jederzeit mit Hinterhalten. Seien Sie bereit für Nahkämpfe. Ja, ich bin ja sowieso immer bereit für Nahkämpfe. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe einen Terminator-Trupp mit Sturmkanone, ich brauche keinen Nahkampf. Ja, du hattest doch irgendwie Geschütze mit dabei bei einem, oder? Hast du den nicht mehr? Ja, Avitus hat ein paar Taranteln dabei. Und Takus habe ich kurz das Bombardement weggenommen und dafür hat er jetzt Kraken-Penetrator-Geschosse bei. Und bei Avitus lässt du es jetzt einfach, oder? Jo, ne, der hat ja sowieso nicht weiter, außer die Taranteln. Ach so, aber die kann er auch nicht verwenden, ne? Nö. Na doch. Die Taranteln kann er verwenden, weil die Die werden doch werden ja eigentlich. teleportiert. Aha, ich dachte, die wären auch eingeflogen immer per Kapsel. Na gut. Also ich kann es testen, aber hier drin brauchen wir die eigentlich nicht. Ja, gut. Sag, wenn du bereit bist. Halt. Jetzt läuft der Countdown durch. Sehr schön. Kann das denn, dass man im ersten Dawn of War schon mal hier war auf dem Schiff? Nein. Oder überhaupt auf. Warte mal. In irgendeinem Teil war ich hier schon mal. Eigentlich nicht. Auf irgendeinem Space Hulk war man da. Kommandant, Sie müssen die Datenscheiben finden, damit wir in die Kammer kommen.
Sie müssen in einer Art Archiv stehen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der üble Widerhall des Warps ist bereits spürbar. So, jetzt ist halt die Frage, wie viel Zeit haben wir denn? 30 Minuten, glaube ich. Oder 20. Tja, wir sind ja eigentlich mal ein bisschen langsam gewesen, was die... wenn man danach geht, was die Beurteilung am Ende gesagt hat. Ich hoffe ja, dass wir es schaffen. In der gewünschten Zeit. Naja, es kommt halt drauf an, ob wir die Nebenmission mitmachen. Ich wäre schon dafür. Aber dann machen wir das. Dann müsstest du öfter mal deinen gnadenlosen Schlag einsetzen, dass hier alles explodiert. Gefallener Bruder. Bonaparte von der 5. Kompanie. Schaut, die Reduktorflasche eines Apothekarius, intakt. Sie bewahrt die Gensaat von Bonaparte, die heilige Gensaat des Ordens. Warum hat ein Apothekarius sie eingesammelt und hier gelassen? Eine gute Frage, aber wir dürfen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, Gene der Blood Ravens zu bergen. Achten Sie auf Flaschen oder auf Anzeichen eines Apothekarius. Kommandant, hier steht, dass Bonaparte noch immer dient. In der Ehrengarde des Ordens. Das kann nicht sein. Das ist übrigens eine geschichtliche Anlehnung an Napoleon Bonaparte, weil der war zu Kriegszeiten bzw. während seiner Militärzeit in der 5. Kompanie tätig. Das ist interessant. Finde ich cool, dass sie sowas mit reinbringen. Gibt noch mehr so ein paar Namen, so das geschichtliche. Ist, ist es sinnvoll, wenn wir uns vielleicht aufteilen? Nein. Weil ich komme ja hier so träge voran. Ja, darum gehe ich ja schon mal ein bisschen vor. Ja gut, ich kann mich teleportieren, ist klar. Ich höre, verbündete Infanterie wird aufgerieben. Wir müssen sie unterstützen. Markus ist drauf. Und hier müssen wir alle Kisten kaputt machen, damit wir wirklich auf unseren die ganze Gensaat finden. Da ist noch, noch eine Kiste. Datenscheibe. Oh, ich habe schon den Terminator verloren. Ist ja nicht so gut. Wir müssen dann irgendwie auch hier oben hinkommen. Was machen die denn? Wieso rennen die an mir vorbei? Ist gestorben. Dafür muss der Feind bezahlen. Toll, ich habe jetzt nur noch Thaddeus. Dann drück mal X. Kurz müssen wir nochmal mit zuschlagen. Meine Güte, da hat er schon eine fette Terminatorenrüstung und verreckt immer noch. Ja gut, aber du, guck dir mal an, was für Level hier die Gegner haben. Ich weiß schon. Ey, bloß mal so, um einen Vergleich zu ziehen. Ich glaube, die sind hier auch alle Stufe 31 oder so die Richtung. Ja, auf jeden Fall halten sie halt schon wesentlich mehr aus als sonst. Man merkt schon, das dauert bedeutend länger. Oh, Carnifex. In doppelter Ausführung. Dreifache Ausführung. Oh.
Kurswechsel. Kommt, macht schon. Wenn du deine Truppen auf Treppen stellst, kann der Carnifex im Nahkampf nicht angreifen, deine Leute können aber zuhauen. Ach, das habe ich gar nicht nötig. Jetzt gehst du vorne weg, weil ich weiß, was um die nächste Ecke kommt. Ach, der Carnifex ist ja schon tot. Oh Mann, die waren dafür ganz schön einfach. Da nämlich. So, warte. Jetzt spring einfach mal voller Freude hinein. So. Dann kann nämlich jetzt Avitus mit der Sturmkanone hinterherkommen und den Rest kaputt machen. So, wir sind bei 13,50. Ich komme mir sehr träge vor. Ja, wir haben 7 von 10 Datenscheiben, musst du so sehen. 8 von 10. Gibt es da mehr, als man haben müsste, oder? Ja. Okay. Etwas über 30 oder so sind hier versteckt. Wow, okay. Nur mit der Gensaat ist ein bisschen schwierig. Also ich habe 7 bisher maximal gefunden. Hm. Ich hoffe ja nur, dass wir mit der Kadaver, mit dem Drop Glück haben. Ja, hier gibt es diese eine Rüstung, von der ich dir mal erzählt hatte. Noch ein gefallener Bruder. Veteran Lucanus, auch von der 5. Kompanie. Und noch eine Reduktorflasche. Martellus, was sagen die Aufzeichnungen über Bruder Lucanus? Bei der Korava-Kampagne getötet. Ich war auf Korava. Ich kenne keinen Lucanus. Sowohl Bonaparte als auch Lucanus haben in einer Expedition an Bord der Gerichte der Kadaver gedient. Ich versuche mehr über diese Expedition herauszufinden. Tötet sie alle! Lasst das Blut strömen! Hast du gesehen, was ich gerade eingesammelt habe? Nee. Wir müssen uns beeilen. Oh, gesegneter Käfig. Ich habe genug Datenscheiben, Kommandant. Beginne jetzt mit den Aktivierungsritten. Xenos in den Gerüsten bereit machen. War eine epische Terminatorenrüstung. Oh, das klingt nicht ganz so verkehrt. Und dann auch eine, die gleichzeitige Herstellungspunkte bietet, wenn man die trägt. Bevor wir die Tür aber öffnen, müssen wir noch die eine Gensaat finden. Mhm. Ja, ich denke, zeitlich sollte es ja passen. Ja, wir sind gut in Zeit. Wobei, na gut, das ist ja schon noch ein ganz schöner Komplex da. Ja, aber der Großteil davon ist verstellt. Also das sieht man ja so nicht, aber viele Wege davon sind einfach versperrt. Also so ein Seepferdchen kann schon einpacken gegen Aramus. Echt?
Also ich muss sagen, da war Avitus relativ fix gewesen mit dem Umlegen von dem Endtypen. Nee, ich bin ja nicht Aramus gegen das Seepferdchen, sondern das Seepferdchen gegen Aramus. Also es geht halt fast einen One-Hit, sag ich mal. Durch das Schild halt nicht ganz. Den Schild, nicht das Schild. Sturmtrupp bereit zum Einsatz. Bestätigt. Unser Verbündeter verliert Streitkräfte durch feindlichen Beschuss. Noch dringendere Pflicht. So, die Kollegen kommen auch klar. Erobert und geheiligt. Koordinaten korrigiert. So. Oh, hier, Carnifex. Stellungswechsel. Sind das wilde Tyranniden? Ihnen fehlt nur ein Anführer. Wenn die Tyranniden an ihr Synapsennetz gekoppelt sind, werden sie noch tödlicher. Wir sollten vorsichtig sein. Tyranniden an Bord dieses Wracks können sich der Umgebung anpassen. Ja, ich spüre starke Psi-Echos. Selbst gegen die Warp-Energien. Der Orden wird ihre Taten von heute nicht vergessen. Oh, haben wir alle Dingens voll, oder? Ja, ich habe gerade die letzte gefunden. Cool. Gut, dann gehe ich jetzt schon mal den Antrieb erobern mit Avitus. Dann ist die Mission fast vorbei. Und Thaddeus wird vernichtet. Ach Quatsch. Die Tyranniden greifen an! Wo werden wir gebraucht? Ach so, der steht da nur so nutzlos rum, na dann. Luftangriff! Los! Erledigt! Weiter! Es darf kein anderer sein. Er muss mir gehören. Dann können wir kämpfen. Er wird mir gehören. Noch ein gefallener Bruder und noch eine Gensaat. Sergeant Sarpedon, 5. Kompanie. Noch ein Mitglied dieser Expedition. Laut der Liste war Apothekarius Garland der Anführer. Was die Reduktorflaschen erklärt. Aber nicht, warum sie zurückgelassen wurden. Ich hätte spätestens jetzt übrigens noch eine Flasche gehabt. Bitte? Ich hätte jetzt auch noch eine Flasche gehabt. Ja. Aber gut. Vorwärts! So, ich komme schnell nach. Noch eine Tür blockiert unseren Weg. Oder auch nicht. Da ist eine Datenscheibe an der Tür. Xenos gefunden. Eliminieren. Der Logikantrieb darf nicht beschädigt werden. Tyranidenangriff! Wir hatten ja schon lange keinen Bosskampf mehr. Allerdings, ja. Weicht seiner Klinge aus. Ich wollte eigentlich genau reinrennen. So wie ich das halt mache. Weil ich momentan eher hinterher renne. Mensch, hier mal einen Punkt zu finden, wo ich diesen Sprung hinmachen kann, ist auch schrecklich. Naja, komm. So. Sprungmodule im Einsatz. Der hat's bald. Wo werden wir gebraucht? Luftangriff! Los! Und fertig. Komm schon. Das üble Ding ist tot. Gehen wir zum Logikantrieb.
Hier ist Garland. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon in diesem Wrack bin. So viele Brüder tot. Und die Stimme von Ulcaida ertönt aus jedem Schatten. Er ist hungrig. Er will die heilige Gensaat von uns allen. Ich muss die Reduktorflaschen verstecken. Selbst der Dämon kennt nicht das ganze Schiff. Kommandant, das war eine jahrhundertealte Sprachaufzeichnung. Ich werde sie analysieren. Der Sieg ist nur ein Vorspiel zur nächsten Schlacht. Ja, hat mir aber gefallen, die Mission. Fand ich gut. Rüstung von Infernus. Den gesegneten Käfig. Ein Level-Ups ist ja nicht mehr viel bei uns. Nee. Zumindest nicht bei den wichtigen. Ich hoffe, dass es das auch wert war, uns hierher zu schicken, Techmarine. Allein schon die Gensaat ist das Risiko wert, Avitus. Ich beginne sofort mit der Analyse des Logikantriebs, Kommandant. Wir haben auch mehrere dringende Notsignale aus dem ganzen Sektor empfangen. Gut, dann lass mal ihn gleich nochmal sprechen. Die folgende Übertragung wurde auf den sicheren Kanälen des Ordens gesendet. Kommt, Black Ravens! Bekämpft mich, wenn ihr es wagt! Ich bin Aragast von der Black Legion. Ich erwarte euch auf Aurelia. Dieser Mistkerl fordert uns heraus. Wenn er einen Kampf will, soll er ihn bekommen. Das ist bestimmt eine Falle. Wen interessiert das? Dann müssen wir sie auslösen. Kommandant, die Wandesketzer gewinnen stündlich an Boden. Captain Angelos hat keine Blood Ravens nach Meridian geschickt. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte kommen Sie so bald wie möglich nach Meridian. Derosa Ende. Gut, dann schauen wir noch mal, was Tude hier bekommt. Auch wenn der schon bei uns in seinen verdienten Ruhestand gegangen ist. Ah, da unten. Detonation. Wenn er außer Gefecht gesetzt wird, löst Tude eine mächtige Radialdetonation aus, die Feinde im Umfeld zurückstößt und schädigt. Und Jonah, was kriegt der? Zack. Rückstoß. Jonas Nahkampfangriffe stoßen die Feinde nun sehr wahrscheinlich zurück. Außerdem kann er nun eine Reliquie verwenden, die die Macht der Alten verstärkt. Wäre dann also sein nächstes, seine nächste Fähigkeit. Nee, sein nächstes Buch. Ja, es sind ja bei ihm im Prinzip diese Zusatz. Naja, einmal erst bekommt er diesen Rückstoß und dann kann er halt dies in seinen Zubehörslot ein neues Buch einsetzen. Was ihm wiederum halt eine Fähigkeit gibt. Du könntest ihn ja mal mitnehmen, wenn du Lust hast. Ich nehme ihn mit, weil in einer der nächsten Missionen wird da verpflichtend mitzunehmen, ansonsten wird er korrumpiert. Ach so. Na dann, so viel dazu. Gut, ich würde sagen, zwecks Equipment, wollen wir uns das nochmal schnell anschauen. Der gesegnete Käfig. 2 auf Ausdauer, 2 auf Handkampf, 2 auf Stärke, plus 160 Gesundheit, plus 25 Geschwindigkeit, plus 110 Energie, plus 10 Widerstand gegen Fernkampfschaden des Trägers und der Verbündeten im Umfeld. Wäre ja... Für Aramus. Oder vielleicht sogar für Thaddeus. Wegen der Energie. Ja, es gibt auch 2 Energiepunkte, ne? Wie? Gibt gar plus keine 110 Energie. Gibt gar keine 160 110 Energie, genau. Energiepunkte an sich bekommt er nicht, nö. Wie wär's denn, wenn du den gesegneten Käfig aber deinem Aramus gibst, dann hat er nämlich seinen nächsten Nahkampfskill. Hat er. Hast du recht. So, und was machen wir jetzt mit der Rüstung von Azaria? Oder warte mal. Ich könnte trotzdem die Rüstung tauschen, weil die hat doch auch eine Kampffähigkeit, oder? Ach nee, hat sie nicht. Ach, schade. Gut, ich nehme alles zurück. Die haben wir mal weggegeben.
Nee. Avitus hat seine. Außerdem bräuchte man dann, wenn ich Tarkus doch eine geben sollte, wirklich erstmal noch eine Energiefaust und einen Sturmbolter. Dann sind wir erstmal durch, würde ich sagen. Ja. Gut, dann wieder einmal vielen Dank fürs Zusehen. Mir hat die Mission, wie gesagt, sehr gut gefallen. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss. Tschüss.